Hey Christoph, was sind denn Shortcuts in Lightroom, die man unbedingt kennen muss? Ja, werde ich immer wieder gefragt. Und du siehst schon, ich habe überhaupt keinen Laptop da stehen. Ja, dazu brauche ich auch keinen Laptop. Die weiß ich nämlich auswendig und die kann ich dir so sagen. Ich habe dir mal die drei wichtigsten für mich rausgesucht, die eigentlich jeder wirklich beherrschen sollte und die deinen Workflow ungemein verschnellern, wenn du die kennst. Das ist einmal G, ja, für Grid, dass du zurück in die Bibliothek kommst. Das ist D, Dora, für Develop, ja, also entwickeln, dass du ins Entwickeln-Modul kommst. Und mit den zwei kannst du schon ganz viel hin und her schalten. Ja. Da kannst du schnell entwickeln, dann bist du wieder in der Bibliothek drin, dann gehst du wieder in Entwickeln. Das ist was man dauernd braucht. Ja. Also da sollte man nicht mehr lange überlegen müssen, um diese zwei zu finden und zu nutzen. Und dann habe ich noch einen, den kennen viele aber noch nicht. Das ist Command oder Steuerung und T, also Tora, Theodor, also Command T. Das macht dir nämlich eine virtuelle Kopie. Das heißt, der nimmt dein Foto einfach, erstellt eine virtuelle Kopie daraus. Du kannst da eine ganz andere Bearbeitung vornehmen als in dem Bild. Kannst die miteinander vergleichen, kannst dann sagen, ach, das gefällt mir vielleicht besser, das gefällt mir vielleicht besser. Und du brauchst aber nur einmal Speicherplatz. Also das Bild ist nur einmal auf deiner Festplatte gespeichert und du kannst dir davon ganz viele virtuelle Kopien erstellen. Und das ist eine super Möglichkeit. Das sind meine drei liebsten Shortcuts in Lightroom. Und jetzt würde mich mal interessieren, was deine liebsten Shortcuts sind. Kommentier doch gerne mal drunter, was nutzt du in Lightroom am öftesten, was sind die Shortcuts, die du meinst, die muss man kennen, die sind wichtig. Und dann machen wir da so ein riesen Sammelsurium unter dem Video auf. Das wäre doch klasse. Also, jetzt hau in die Tasten, kommentieren, was sind deine drei besten oder liebsten Lightroom Shortcuts.